Hallo zusammen, ich bin Nora von Pass Academy und heute in diesem Building System Tutorial werden wir Rhino 7 herunterladen, damit wir unsere Arbeit starten können. Also machen wir unseren Webbrowser auf und danach können wir sofort Rhino 7 Download eintippen. Und nach einem Enter können wir unter Downloads Rhino, entweder für Windows oder für Mac, unsere Rhino 7 installieren. Heute bin ich mit einer Windows-Maschine unterwegs, also werde ich Rhino für Windows herunterladen. Aber es ist wichtig zu erwähnen, man hat zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder eine 90-Tage-Vollversion, das ist eine Testversion, Juhu! Kann man für 90 Tage Rhino testen. Oder natürlich kann man eine Lizenz kaufen. Und es ist wichtig zu erwähnen, dass Rhino ist viel kostengünstiger als andere Software, ist nur 995 Franken für etwa so 3 Jahre. Oh yeah! Also, weil ich eine Lizenz habe, werde ich auf Rhino 7 für Windows klicken. Und genau, ich muss hier einfach meine E-Mail-Adresse eingeben: nora@pazacademy. Perfekt. Und danach mit Weiter können wir einfach diese Datei herunterladen, aber zuerst müssen wir die Sprache auswählen, also Deutsch. Und jetzt sehen wir sofort die Exe-Datei. Mit einem Doppelklick drauf kann ich die Installation starten. Es vielleicht dauert einige Sekunden. Genau, hoffentlich kommt bald. Genau, und dann jetzt können wir unser Rhino mit Install Now installieren. Das dauert natürlich auch einige Minuten, abhängig von eurer Maschine, aber danach sind wir parat, unser Rhino 7 zu benutzen. Wenn es fertig ist, dann Installation OK, machen wir zu. Und danach sehen wir sofort unsere Rhino 7 auf unserem Desktop. Mit einem Doppelklick können wir unser Rhino aufmachen. Let's go! Und natürlich fragt nach unserem Lizenzschlüssel oder unserer E-Mail-Adresse, abhängig, wenn wir eine So-Lizenz haben. Wir müssen unsere E-Mail-Adresse oder entweder Lizenznummer eintippen und die Terms and Conditions akzeptieren mit diesem Häkchen. Und wenn es akzeptiert wird, dann können wir genau unser Rhino aufmachen. Fantastisch. Jetzt sehen wir diese 4 typischen Fenster. Und genau, die Farbe, also Hintergrundfarbe bei euch vielleicht ist grau. Ups. Das kann man immer unter Anzeige, also wenn ihr das nicht habt mit diesem Rad, kann man immer diese Anzeige anzeigen lassen oder deaktivieren. Ich benutze normalerweise und werde ich auch in den nächsten Tutorials auch schwarz benutzen, weil es ist für meine Augen viel angenehmer ist. Brilliant. Und jetzt mache ich einfach ein Rechteck, einfach zu probieren, dass unser Rhino funktioniert und für die nächsten Schritte bereit ist. Morgen komme ich mit den Installationen von ARCHICAD 26 Juhu! Plus ARCHICAD Grasshopper-Verbindung. Juhu! Und danach sind wir ready, unsere ersten Schritte mit der Verbindung zu machen. Also bleibt dran, komme ich morgen und dann machen wir alle Installationen, um unser Building System aufzubauen. Yes. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Wir werden für Mac das herunterladen, aber hier sehen wir haben 2 verschiedene Optionen. Einmal die einmalige Testversion für 90 Tage, ist wichtig, es ist eine Vollversion ist, oder mit einem Lizenz, wenn wir Rhino 7 gekauft haben. Und wichtig zu erwähnen, dass Vergleich mit anderen Software, Rhino ist sehr günstig, ist nur etwa 995 Franken, etwa für 3 Jahre. Oh yeah! Also um unsere Rhino 7 zu installieren, klicke ich auf Rhino 7 für Mac und danach müssen einfach unsere E-Mail-Adresse eintippen, also nora@pazacademy, genau, und jetzt müssen wir auf Weiter klicken und können wir unser Rhino 7 herunterladen. Wenn wir diese Datei haben, können wir mit Doppelklick einfach aufmachen und Rhino 7 als Applikation installieren. Natürlich, diese Installation braucht auch einige Minuten. Und wenn es fertig ist, dann sucht Rhino nach unserem Lizenz, entweder den Schlüssel oder nach unserer E-Mail-Adresse. Und wenn ihr einen Lizenzschlüssel habt, könnt ihr einfach eingeben. Sonst, ich werde meine E-Mail-Adresse eintippen und wir müssen auch die Lizenz Agreement
akzeptieren. Und jetzt mache ich ein neues Projekt. Let's go! Öffne ich ein neues Projekt. Und hier sehen wir diese vier typischen Fenster in Rhino. Ich nehme ein Rechteck, zeichne ich in der Perspektive. Und jetzt sehen wir, Rhino funktioniert. Ihr könnt natürlich auch diesen Hintergrund ändern. Normalerweise werde ich mit Schwarz arbeiten, weil es viel angenehmer für meine Augen sind. Aber natürlich ist von euch abhängig. Also wenn unser Rhino funktioniert, dann können wir ein bisschen auch testen. Aber sonst komme ich morgen mit ArchiCAD 26 Installation und ArchiCAD Grasshopper Verbindung, damit wir unser ersten Test machen können. Wow. Ich hoffe, dass alles geklappt hat, sonst unten könnt ihr immer Fragen schreiben und werden wir so bald wie möglich antworten. Folge uns auch morgen. Wir werden wichtige Schritte machen. Dankeschön. Bis bald. Tschüss.